meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder. Wobei ich immer, wenn dieses Evangelium gelesen wird oder wenn wir darüber nachdenken, die Stelle, bei der ich immer hängen bleibe, ist die vielleicht merkwürdigste im Evangelium. Jesus wird deutlich als der Christus, als der Sohn Gottes, als der Messias bekannt. Man könnte sagen, das ist ja großartig. Gleich am Beginn des Evangeliums, die Verkündigung hat noch gar nicht richtig angefangen, ist direkt klar, wer er ist. Na, alles paletti. Aber es kommt aus dem Mund eines unreinen Geistes, eines Dämons, kommt dieses Bekenntnis. Und darüber müssen wir ein wenig nachdenken. Nicht nur, wie das sein kann, sondern auch, was es für uns bedeutet. Paulus sagt einmal, Geist erkennt Geist. Also, was bedeutet das überhaupt, wenn das Neue Testament von Dämonen redet? Manchmal feiern solche Vorstellungen fröhliche Auferstehung, werden aber immer missbraucht, etwa um Menschen Angst zu machen. Dann fangen sie die dollsten Sachen an, die meistens wenig christlich, aber sehr magisch sind. Die Rede von den Dämonen bezeichnet eine Wirklichkeit, liebe Schwestern und Brüder, die uns heute vollkommen fremd geworden ist, dass wir nämlich als Menschen in einen großen Kontext gestellt sind. Einen Kontext, wir sind nicht Herren all dieser Ebenen des Kontextes, in den wir gestellt sind. Es geht nicht um mich und ich habe so meine Welt drumherum und das, was ich sehe, das ist eben die Welt. Das ist ja schon schnell zu Ende. Wir sehen jetzt schon nicht, was jenseits der Bahngleise in Burbach vor sich geht. Ist das dann schon nicht mehr unsere Welt? Gut, wir können das nachher nachkontrollieren. Wir haben heute überall Kameras installiert, sehen den Livestream und denken, das ist unsere Welt. Nein, auch das ist sie nicht, selbst wenn wir überall Kameras aufstellen. Wenn wir jede Message kontrollieren können, wenn wir alles abfotografieren, auch das allein ist nicht unsere Welt. Unsere Welt ist größer. Und wir sind in einen größeren Kontext gestellt, einen Kontext, der oft sehr konfliktreich ist. Wir können manche Dinge nicht einfach erklären. Nehmen Sie ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert. Wenn man einmal die Häufung anschaut, ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, wie viele Attentate man auf Hitler versucht hat. Wenn man das einmal genau nachstudiert oder es gibt entsprechendes Filmmaterial darüber, wo dieser Kerl jedes Mal im letzten Augenblick durch Fügung von ganz merkwürdigen Konstellationen, wo es eigentlich sicher war, diesmal kriegen wir ihn. Es ist nicht nur das Attentat vom 20. Juli, sondern viele, eine ganze Anzahl, wo das nicht funktioniert hat. Wie kann man das erklären? Als ein Beispiel. Und es gibt viele andere. Also nicht Angst, denn wir als Christen brauchen erst recht keine Angst zu haben. Wir wissen, dass solche Mächte von Christus besiegt sind. Aber dennoch sind sie da. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir lernen können, ist, dass das Bekenntnis allein offenbar nicht reicht. Wir wissen das aus der Versuchungsgeschichte. Der Teufel kennt auch die Heilige Schrift. Er kann sie zitieren. Ist ein richtiger Schriftgelehrter. Der weiß, wo was steht und in welchem Moment man das herbeizaubert aus seinem Gedächtnis und wann man das anwendet. So wie wir das kirchlicherseits dann auch machen. Dann schlagen wir einander die Bibelzitate um die Ohren und meinen, damit hätten wir schon was gemacht. Gar nichts. Das kann der Teufel auch. Er kann das sehr gut. Manchmal kann er das besser als wir. Versucht er uns zu entwaffnen oder mit den eigenen Waffen zu strecken und zu schlagen. Nur das Bekenntnis, liebe Schwestern und Brüder, ist ein bisschen wenig. Der heilige Augustinus hilft uns auf die Sprünge, um dieses Defizit zu klären und sagt, wie ist das denn? Ja, die Dämonen haben ein Wissen, sagt er, aber es fehlt ihnen etwas.
es fehlt ihnen die Liebe. Denn aus diesem Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist, folgt keinerlei Konsequenz. Die Dämonen, die, wie wir sagen, Geister sind, können den Heiligen Geist in Jesus erkennen. Paulus sagt das, Geist erkennt Geist. Das ist die Ebene, die unserem Blick normalerweise entzogen ist. Ein alter Grundsatz der Auslegung, Gleiches erkennt Gleiches. Diese Ebene können wir normalerweise nicht sehen. Deshalb nehmen Dämonen als erstes gleich wahr, wer denn da vor ihnen steht und was das für sie bedeutet. Der Kontext ist größer. In der Regel ist der Kontext, in dem wir gestellt sind, konfliktreich. Und nur das Bekenntnis, liebe Schwestern und Brüder, reicht nicht aus. Es braucht zur Ganzheit, und dazu will uns dieser Text verhelfen, die Liebe. Denn das ist das, was die Menschen auch spüren, obwohl sie diese Ebene von Geist zu Geist nicht haben. Hier passiert was Neues, sagen sie. Als Jesus in die Synagoge geht und beginnt zu lehren. Hier ist was Neues. Das kennen wir noch nicht. Was kennen die Menschen? Und es ist so billig, das sozusagen als Synagogenphänomen der Zeit Jesu zu erklären. Ist es heute anders? Dass nämlich hier auf der einen Seite die Lehre ist und auf der anderen Seite die Praxis. Und was hat beides miteinander zu tun? Nichts. Ja, wir haben das rechte Bekenntnis. Wir sagen gleich das richtige Glaubensbekenntnis hier auf. Alles richtig. Aber Auswirkung? Null. Was hat der Sonntag, diese Stunde hier, die wir hier verbringen, zum Lob Gottes, wenn Christus sich gleich im Sakrament jedem von uns schenkt? Was hat das mit dem Montagnachmittag zu tun? Oder mit der Dämmerstunde am Dienstag? Oder den Heimlichkeiten des Donnerstags? Mit dem Rest der Woche? Gibt es eine Verbindung? Vielleicht wenigstens eine Anfrage? Oder haben wir dann unsere Sache so abgehakt und dann wissen wir, sonntags, Messe, Sonntagspflicht, katholisch, okay, was will er denn mehr? Wir sind eh schon eine Minderheit, soll froh sein, dass wenigstens die kommen. Dieses Auseinanderbrechen, liebe Schwestern und Brüder, ist das, worunter wir leiden und was auch wiederum die Krise der Kirche ausmacht. Am Donnerstag hatten wir ein Priestertreffen in Trier. Da konnte man das auch wieder beobachten. Der Bischof hat versucht, in einem Brief an die Priester so eine, jetzt nach der Synode, eine Theologie vorzulegen. Und die Priester sagen vielfach, wir brauchen deine Theologie nicht. Ich frage jetzt gar nicht danach, ob die richtig ist oder so. Aber sie sagen, wir brauchen das nicht. Wir wollen praktische Fragen haben. Wo werden wir jetzt in 2 Jahren dann sein? Und wo? Wie viele Kirchen bleiben und so? Sehr praktische Fragen. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Als ich den Brief des Bischofs gelesen habe, dachte ich mir, okay, er wird demnächst den Weiheritus ändern. Er wird nicht mehr all die feierlichen Gebete aus dem Pontifikale lesen und sprechen und singen bei der Priesterweihe, sondern irgendwie eine Stellenbeschreibung für einen Funktionär. Weil das ist die logische Konsequenz. Denn wenn man diese Gebete ernst nähme, wüsste man sogleich, wie man all die praktischen Fragen beantworten muss. Denn sie stehen doch drin. Wenn auch in einer anderen Sprache. Sie stehen hier drin. All die Antworten auf unsere Frage stehen im Neuen Testament, stehen in den Psalmen, stehen bei den Propheten und in unseren Gebeten. Aber wir haben den breiten Graben. Die neue Lehre Jesu, die nach der Ganzheit fragt, nach dem ganzen Menschen. Inzwischen sind wir wie in der Synagoge von Kapharnaum. Niemand sagt uns die neue Lehre. Niemand verkündet mit Vollmacht. Weil wir sprachlos geworden sind. Wir kapitulieren vor den Mächten, die Menschen besetzen. Ihnen diktieren, was sie zu tun haben, wie sie sich zu verhalten haben, in welchen sozialen Netzwerken sie unterwegs sein müssen und was sie zu kaufen haben, wie sie zu leben haben. Das sind, liebe Schwestern und Brüder, Obsessionen. Sich das einzugestehen, ist vielleicht ein erster Schritt, die Kraft Jesu neu zu entdecken.
Denn sie gilt, sie ist da. Sie ist nicht einfach verschwunden. Sie ist da. Wir können sie anrufen, wenn wir ihn anrufen, wenn wir unser eigenes Christsein, unseren Glauben, wenn wir die Sakramente wieder ernst nehmen, haben wir einen direkten Zugang zu dieser Kraft, die uns hilft, auch jetzt in dieser konfliktreichen Zeit zu leben und dieser neuen Lehre Jesu ein Gesicht zu geben, nämlich unseres.